Nervenaufreibend geht es auch in der Steiermark zu. Denn Mario hat nach der Neuigkeit mit dem Kaiserschnitt eine Überraschung für Denise geplant. Und die hat keine Ahnung, was ihr Freund mit ihr vorhat. Hübsch anziehen soll sie sich. Mehr hat Mario nicht verraten. Bist du fertig schon? Ich bin schon fertig, aber nur auf dich. Sie hat das Kleid an, oder? Was sagst du zum Kleid? Wollte schön anziehen, ja, warum muss ich mich eigentlich schön anziehen? So, wirst du nachher alles sehen. Du musst mir aber helfen mit das Kleid. Schaut, ich komme da sehr schwer rein mit dem Bauch. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch rein. Das geht sich raus. Alter, das ist voll eng. Ich hab ca. 12 Kilo zugenommen, also das ist, geht eigentlich. Also ich glaube, dass ich dann wieder schnell auf meine normale Figur komme. So manche nehmen 20 Kilo zu, also die 12 Kilo, das passt schon. Das ist eng. Das habe ich gekauft, wie im zweiten Monat damit war. Nein, ich glaube nicht, dass ich das... Scheiße. So denkt sie sich, jeder, der ist schwang und zieht sie dann, als würde sie weiß nicht wohin gehen. Jetzt habe ich auf Zigaretten verzichtet. Also ich freue mich dann wieder, wenn ich ab und zu nicht rauchen kann. Auf Alkohol natürlich, aufs Furtgehen habe ich verzichtet. Aber im Prinzip denke ich mal, ich hoffe, das Kind ist so dadurch besser gegangen, als bevor ich da saufe und mich da zurauche. Also war mir das egal. Ja, ich kann da. Jetzt bleib stehen. Aber es schaut so schön aus. Warte, probieren wir es mal. Du musst jetzt da oben noch gleich dran ein bisschen. So ist gleich, du musst das hinten noch ein bisschen. Das schaut aus wie so fette Presswurst, die weiß nicht. Bonbon aus Wurst, riesengroß. Bonbon aus Wurst, ganz famos. Zieh's einmal Ovi. Warte, zieh einmal das Innere runter. Mein Bauch, warte. So? Das ist einmal über den Arsch gegangen da hinten. Ja, es ist einmal über den Arsch gegangen, da war ich noch nicht schwanger. Also die Denise war zeitweise so, das war immer verschieden. Ab und zu war sie sehr gut gelaunt. Dann hat es wieder Momente gegeben, wo sie sehr anstrengend war, weil sie wegen jeder Kleinigkeit gleich ausgeflippt ist. Aber über das habe ich hinweggeschaut und ich habe es überlebt. Ich hoffe, ich komme da heute wieder aus am Abend, gell, Schatz? Weil wenn nicht, bist du schuld. Warum? Lass mich. Ja, super gemacht, Alter. Das ist vorher schon abgehängt. Bin ich froh, dass du mir da so hilfst, weil selber würde ich da nicht reinkommen. Also passt das so. Ja, das passt schon. Die Titten schauen da so blöd aus. Mein Leben wird sich ja dadurch verändern, dass ich am Anfang nicht durchschlafen werde, sondern in der Nacht öfters aufstehen muss. Das Kind füttern, stillen. Das macht ihr nie eigentlich. Aber wickeln, am Wochenende werde ich auch nicht viel ausschlafen können. Also die Nelly lässt mich vielleicht einmal ausschlafen. So, passt so. So passt so, ja. Nur Schuhe und ein bisschen meine Hohen, und dann kommen wir. Ja, dann sind wir fertig. Fahren wir. Yep. In die Steiermark. Auf die hochschwangere Denise wartet eine ganz besondere Überraschung. Augen zu und nicht blinzeln. Mein Schön. Ich habe die Denise romantisch zum Essen ausgeführt. Weil es eigentlich das letzte Mal ist, bevor wir Eltern werden. Und ja, weil sie so brav war in einem Monat. Zum Trinken, darf ich Ihnen schon was bringen? Ja, Cola bitte mit Zitrone. Und ihr große Soda Zitrone bitte. Ja. Ich freue mich jetzt schon, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, dass ich wieder ab und zu fortgehen kann, ein bisschen was trinken kann. Werde ich sicher nicht mehr oft machen, aber so ab und zu wäre es schon lustig. So. Wieder mal ein bisschen trinken, fortgehen, feiern. Das wird dann schon wieder gehen. Zum Essen haben Sie schon was gefunden? Ja, also als Vorspeise bitte Tomatensuppe. Ja. Und die Carpaccio bitte. Dann Spaghetti, Bolognese. Und die mit Jabo. Mhm. Spaghetti oder was anderes? Am Penne bitte. Okay. Stoßen wir mal an. Bells will ring, tingelingeling, tingeling. Eigentlich das, was ich vorher gegessen habe, ist jetzt auch noch doppelt so viel. Nach der Schwangerschaft muss ich mit dem aufhören, weil ich muss ja wieder abnehmen. Was hast du da? Carpaccio. Das ist was? Rohes Rindfleisch. Okay, also darf ich es nicht probieren. Nein. Schade. Rohe Sachen darf ich nicht essen, also rohes Fleisch nicht oder scharfe Sachen. Sonst darf ich alles essen, aber nichts Rohes in
glaube, das ist halt nicht gesund fürs Kind. So. Danke. Danke. Na, passt schon. Ja, danke. 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 Okay. Eine scharfe Pizza. Mhm. Ich wollte schon mal essen, darfst du. Sie haben mit Absicht gemacht, dass ich da nicht weg ist. Gell? Ja. Alles schafft man. Scharf und roh. Andere Schwangere jammern die ganze Zeit, meckern. Hat sie eigentlich nicht so viel dann. What the world needs now is love, sweet love. Ach, muss Liebe schön sein. Na, hoffentlich werdet ihr euch auch im stressigen Babyalltag noch Rosen streuen. Wir wünschen es euch. Is love, sweet love. Und wenn wir schön klein, gell? In Italien war es größer. Ja, in Italien war es schön groß. Aber ich finde das klein, das Panna Cotta. Schmeckt es wenigstens? Schmeckt ein bisschen gut, ja. Aber klein ist es. Hätte ich mir nicht gedacht, dass er mich noch mal so ausführt zum Essen, so kurz vor der Geburt. Kann er ruhig öfters machen, auch Rano. Es war schön, ja. Ab und zu muss man das einfach machen. Die Überraschung ist dir jedenfalls gelungen, lieber Mario. Weiter so.